Also zunächst schien es eine Wunderpille. Und dann haben ja gerade die Feministinnen Anfang der 70er angefangen, darüber zu informieren, dass sie viele Nebenwirkungen hat. Und dass der Preis, den wir körperlich zahlen, wir Frauen, sehr hoch ist. Diese Kritik hat inzwischen erreicht, dass die Dosis niedriger ist und dass die Pille weniger problematisch ist. Aber dann gab es noch einen Effekt. Also vorher sollten die jungen Mädchen als Jungfrauen in die Ehe gehen und nur mit der Pille drehte sich das Blatt und die Mädchen hatten zur Verfügung zu stehen. Und eine, die nicht die Pille schluckt, die war zu blöd und mit der hat man auch nicht mal mehr getanzt. Also manche Jungs, nicht alle zum Glück. Nicht? Nun wurde permanente sexuelle Verfügbarkeit erwartet und Konsequenzen waren ja auch von den Männern nicht mehr zu tragen. Sodass ich denke, dass es eben auch mit der Pille so ist wie mit allem. Sie kann auch zum Bumerang werden und dass die Mädchen und Frauen, die sie nehmen, wirklich wissen müssen, was sie selber wollen und wer sie selber sind und sie nicht schlucken, um konform zu sein und zur Verfügung stehen zu können.